diesem Video erkunden wir eine Zeitschaltuhrenfirma, die seit knapp 3 Jahren verlassen ist. Was wir hier noch alles entdecken, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Da geht's jetzt rein. Rein da. Und drinnen sind wir. So Leute, wir sind jetzt im Gebäude. Wie ihr sehen könnt, Taschenlampe ist draußen. Und wir stehen hier im Gebäude von einer verlassenen Zeitschaltuhrenfirma, die wir uns jetzt gemeinsam angucken. Ich würde sagen, kommt mit und let's go. Also wir stehen hier im ersten Raum, wo aber nichts viel ist. Jetzt stehen wir hier in der nächsten größeren Halle direkt schon. Und wir gucken mal, was hier, oder ob sich hier was versteckt. Hier versteckt sich nichts, außer ein sehr alter Kalender von 2005. Aber so lange ist es noch nicht verlassen, das kann ich euch versprechen. Dazu aber später mehr. Und hier sind wir jetzt in einem sehr großen Raum, wo halt damals auf jeden Fall gearbeitet wurde. Aber dass es hier so groß ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hat was. Oh, und hier kommen wir jetzt zur Technik. Wie man sieht, das sieht echt noch gar nicht so alt aus. Rechts finden wir hier auch irgendein Datum. Ja, 2010 ist doch schon älter. Komisch. Das war ja, wie gesagt, hier dieser riesige Arbeitsraum. Man sieht auch hier zum Beispiel an der Decke, so Schienen, wo sie diesen Kran hin und her schieben konnten. Genauso wie hier, also eigentlich einmal rumrum. Konnten die denn hier mit dieser Fernbedienung steuern? Hier ist auch wieder irgendeine Halterung, wo die irgendwelche Sachen hatten. Aber keine Ahnung, für was das eventuell mal war. Hier drüben hatten sie auch irgendwas. Konnten sie auch irgendwas einstellen. Vorlauf zur Wärmepumpe. Was ist denn hier unten los? Ah, hier haben sie halt leider auch alles schon eingeschlagen. Hier ist leer. Und hier muss ich einfach wieder sagen, es ist wirklich einfach zum Kotzen, dass hier wieder jedes Fenster eingeschlagen wurde. Es ist, ich werde es nicht verstehen, wirklich. Alter, was sind das für fette Dinge? Ah, kann das sein, dass das so diese ganzen Zeitschaltuhren sind, wo man so dann so testen kann? Du meinst, dass sie dich da eingesteckt haben? Ich weiß nicht, weil... Ja, hier auch, weil guck mal, hier sind so verschiedene... So komische rote, so normale und hier auch. Vielleicht haben die hier diese ganzen Sachen halt probiert oder so. Hier ist alles voll mit so Anschlüssen. Du hast schon recht, das ist ein Prüfstand. Für die Uhr hast du. Prüfstand, ja. Gut, dann wissen wir das jetzt auch. Ja, aber hier sind richtig viele Anschlüsse. Hier drüben auch noch. Aber immer verschiedene. Hier sind solche, ich habe da halt keine Ahnung von. Hier oben sind solche runden. Genauso wie hier. Und hier drüben haben wir nochmal haufenweise von so gelben, die wohl hier dann getestet worden sind. Genauso wie hier. Dann hier im Boden waren noch so Anschlüsse, die haben sie aber leider schon teilweise rausgerissen, weil sie, denke ich mal, Kabel gesucht haben und so. Deswegen liegen die hier nur noch. Immer Zeitschalt und Flugkappen, Wasserschläuche, Radine. Denn hier haben sie noch welche stecken lassen. Stimmt. Hier sind echt noch welche. Hier unten auch. Cool. Jetzt kommen wir auf jeden Fall hier in so einen weiteren Abteil. Da ist noch mehr Technik. Und hier sind halt leider diese ganzen eingeschlagenen Scheiben. Sehr schade, dass die schon im Arsch sind alle. Aber hier war die Warenannahme. Rauskommt. Ja, okay, es ist da. Ey, Alter, wie riesig das hier ist, ne? Übel.
Wir sind jetzt hier im, so wie es aussieht, bei mir Warenannahme oder so. Da um die Ecke ist ein Tor, da konnte der Laster reinfahren. Dann haben die hier ihre Zeitschaltung angenommen. Das sind so riesige Hallen, das ist echt krass. Das ist alles unterirdisch hier. Hier auch wieder die nächste riesige Halle. Ja, ich glaube, im Keller kommen wir nicht mehr. Die sind vollgelaufen da unten. Wie auch immer hier so viel Wasser reinkommt. So, und jetzt sind wir hier im nächsten Bereich. Hier geht es auch wieder Richtung Straße und Rolltor, da auch. Und dann haben wir hier, so wie es aussieht, noch die nächsten Räume. Ich will aber einmal rauskommen, ob alles safe ist. Sieht safe aus. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen mit dem Licht wegen den Nachbarn. Hier, ja. Dann haben wir hier den nächsten ziemlich großen Raum. Hier sind irgendwelche kleinen Räume noch. Gucken wir gleich mal. Ah, krass. Das ist wirklich, der ganze Keller ist unter Wasser. Ich weiß nicht, ob man es richtig erkennt, aber da, guck mal, da in das Loch, da ist alles voller Wasser. Das ist wirklich krass. Also wir sind jetzt hier wieder in irgendeinem nächsten Raum. Gucken wir mal, ob die Tür da offen ist. Oder ob wir wieder außen rum müssen. Oh ja, hier geht's weiter. Die nächsten Räume. Auch hier leider wieder alles eingeschlagen. Ich komme nicht drauf klar, wirklich. Gebt euch das. Hier, die ganzen Scherben. Hier ist jede Scheibe raus. Bis auf die zwei. Alles zerkloppt. Und jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Und dann können wir jetzt mal das Treppenhaus suchen. So Leute, jetzt kommen wir ins Treppenhaus, um nach oben zu gelangen. Ja, hier ist es wie immer leider. Hier fangen auch schon an, die ersten Sachen runterzufliegen. Wie in jedem Treppenhaus leider, muss man ehrlich sagen. Gehen wir mal hoch. So Freunde, und falls ihr euch fragt, wo wir jetzt gerade stehen, das hier ist der Haupteingang. Und wie ihr seht, von dem ist tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Hier ist alles am Arsch. Schade eigentlich, weil es echt schön angelegt hier. Noch mit so einem kleinen Garten. War bestimmt echt mal richtig schön. Hier haben wir noch irgendeinen Nebenraum, noch ein paar Serverschränke. Wie gesagt, hier der Haupteingang. Ja, hier echt cool eigentlich. Aber leider fehlt die Einrichtung. Wäre hier noch Einrichtung, wäre das, glaube ich, richtig interessant. Okay, das sieht echt komisch aus. Hier haben sie so komische Treppen hingestellt. Und hier auch irgendwelche Sachen, aber man sieht's. Dosenkippen, Wände voll gekritzelt. Und hier ein Raum weiter, auch wieder so richtig schön groß, aber leider leer. Was sind das denn für komische Decken, Leute? Ist mir etwas aufgefallen. So, hier haben wir jetzt auch wieder eine riesengroße Halle. Und ihr seht es ja, aber halt leider leer. Hier auch wieder alle Scheiben eingekloppt. Es ist so, also, steht's nicht wirklich. Übrigens auch offen. Also das Ding ist wirklich auf allen Seiten offen. Jetzt kann ich euch ja mal erzählen, was das hier ist und was seit wann es verlassen ist. Also wie schon erwähnt, ist eine Zeitschaltuhrenfabrik oder Firma und die musste im Jahr 2021 Insolvenz anmelden. Umso trauriger, dass hier mittlerweile jetzt schon so viel zerstört ist nach 3 Jahren. Ja, auch hier wieder alles eingeschlagen. Sehr schade, wirklich. Wie stark das hier? Jo. Ist erstmal riesig. Hey, haben die den hier runtergeschmissen? Ich hab keine Ahnung. Also falls es so gewesen ist, das muss man einmal einen Schlag getan haben, aber richtig. So, hier haben wir auch wieder so eine komische Treppe. Scheint irgendwie die Treppe für einen Notausgang gewesen zu sein, weil das sind immer diese Notausgänge, da wo diese Treppen stehen. Hier ist halt leider leer überall. Schade, wirklich. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen mit den Nachbarn. Aber hier sieht es echt noch richtig interessant aus. Oh, schaut euch das an, wie riesig der Raum hier ist. Da haben sie auch schon die Decken runtergerissen, keine Ahnung, Kabel gesucht oder so. Aber riesiger Raum. Hier nochmal dieser riesige Raum. Hier ist halt leider nichts mehr drin, ne? Aber hier standen auf jeden Fall mal überall so Tische oder so. Beziehungsweise hier waren halt Arbeitsplätze, weil da überall Anschlüsse sind. Aber gucken wir mal weiter. Irgendwie müssen wir noch gucken, wie wir in das Nebengebäude kommen.
weil das ist ja noch ein zweites Gebäude. Da ist zwar offen, aber wegen den Nachbarn doof, aber wir gucken mal. Leute, schaut mal, hier ist eine richtig fette Klimaanlage. Und hier in der Mitte so ein Serverschrank, beziehungsweise zwei Stück. Also, die haben extra Luft benötigt, so wie es aussieht. Aber die Bodenplatten hier sind gar nicht mehr gut, da muss man aufpassen, nicht, dass sie runterkrachen. Und hier kommen wir jetzt wieder in das Treppenhaus und ich finde, Glas ist alles vollgeschmiert, aber hat was, ist trotzdem irgendwie cool. So Leute, wir haben jetzt tatsächlich einen Weg in das andere Gebäude gefunden. Wir haben das Treppenhaus gefunden, aber hier unten ist auch alles überschwemmt, also runter kommen wir schon mal nicht. Aber gehen wir mal hoch. Der Haupteingang ist übrigens auch offen. Also hier geht es wirklich überall rein. Mal gucken, ob hier noch was ist. Ein kleines Regal. Hier sind wir wieder in so einer richtig großen Halle, aber man sieht, hier ist wieder alles leer. Da ist das Fenster, was ich vorher gemeint habe. Schade. Außer das Ding hier. Diese Anschlüsse sind noch da. Das Einzige, was noch nicht rausgerissen wurde. Ja, wie gesagt, der Ort ist 3 Jahre verlassen und wenn ich schon wieder sehe, was hier für eine Scheiße hingekritzelt wird, ist es wirklich traurig. Da sieht man mal, was passiert, wenn sich niemand um den Ort kümmert. Ihr seht ja, hier steht alles offen. Weil die Firma insolvent ging, gab es im Juni 2021 einen Besitzerwechsel. Doch dann wurde sie nie wieder eröffnet. So, eine Etage weiter oben und hier ist direkt wieder der nächste große Raum. Ja, leider auch wieder am Arsch. Und da kamen wir gerade. Ja, Toiletten, aber ja. Ich sag da nichts zu. ESD Protected Area. Wer weiß, was hier gemacht wurde. Aber schon wieder so eine riesige Halle. Ist unfassbar, wirklich. Hier haben wir noch einen Serverschrank. Der wurde aber auch schon komplett leer geräumt. Der Boden. Also hier ist wirklich gar nichts mehr drin. Den haben sie komplett auseinandergenommen. Alles am Arsch, ey. Da hängt irgendwas noch auf 7:30. Und hier wieder eine riesige Halle. Guck mal, was das hier ist. Alter, also hier haben sie mal alles runtergerissen. Oh Mann, ey, wirklich. Dann haben sie diese ganzen Deckendinger runtergerissen. So eine Scheiße, wirklich. Ey, ist einfach eine Küche mitten im letzten Eck. Für die Mitarbeiter. Aber warum denn hier so komisch mitten im Eck? Ja. Also wir haben hier diesen komischen Raum, wo einfach alles abgerissen wurde. Dann haben wir hier in so einem kleinen Eck eine Küche. Und hier geht's jetzt noch irgendwo hin. Guck mal. So Leute, wir sind jetzt hier die Treppe hoch und wie wir sehen, sehen wir Aufzugmotoren. Und es ist sauwarm hier oben. Aber 2 Stück. Richtig cool. Ich korrigiere einen Aufzugmotor und ein Notstromaggregat, so wie es aussieht. Wenn man mal hier aus dem Fenster druckt, sieht man Nachbarn. Ganz viele böse Nachbarn. Und zurück im katastrophalen Raum. Ja, Nachbarn. Aber was hier passiert ist, ist echt. Also, was manche Leute für Gedanken haben. So Freunde, ich glaube, wir sind durch. Falls ihr noch was finden, sagt Bescheid. Wenn nicht, sehen wir uns gleich draußen wieder. Ja, hier. Mit dem Gebäude im Hintergrund würde ich sagen, war es das mit dem Video. Geile Erkundung, schade, dass so viel kaputt war, aber auf jeden Fall interessantes Gebäude. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.